Testspiel Nummer 2 nach Ablauf der regulären Saison für den SV Werder und die Grün-Weißen waren zu Gast beim Oberliga-Aufsteiger TSB Flensburg. Viktor Skripnik hatte für dieses Spiel gleich 6 Spieler, die auch schon in Dortmund in der Startelf standen, von Anfang an gebracht. Und die machten den Flensburgern auch von Beginn an mächtig Druck. Das ist Franco Di Santo, 12. Spielminute, starker Schuss des Argentiniers, doch der geht nur ganz knapp vorbei am Gehäuse der Flensburger. Fast 2000 Zuschauer hatten den Weg ins Stadion Flensburg gefunden und sahen ein Spiel auf ein Tor. Das ist Zlatko Junusovic, hat das Auge für Izet Hajrovic, doch der Ball deutlich über das Tor. Da kommt er zum Abschluss mit seinem starken linken Fuß, doch Flensburg-Schlussmann Rico Nommensen musste da nicht wirklich eingreifen. Die Flensburger standen sehr tief, versuchten mit aller Macht das Gegentor zu verhindern. Doch Werder fand immer wieder die Lücke, so wie hier Finn Bartels. Doch den hält Rico Nommensen am Ende wirklich gut. Doch Finn Bartels sollte wenig später noch einmal die Chance auf die Führung bekommen. Super Pass von Lorenzen und den macht Finn Bartels dann eiskalt zum 1:0 in der 30. Spielminute. Wirklich klasse Zuspiel hier von Lorenzen und dann lässt Bartels dem Flensburger Schlussmann keine Chance. Kurz vor der Pause dann noch einmal Werder, das ist Cedric Macchiardi, Außenpfosten. Der Winkel dann am Ende wirklich zu spitz. Rein in Durchgang 2 und das Bild änderte sich nicht. Werder die klar überlegene Mannschaft und in der 48. Spielminute zahlt sich dies dann auch aus. Asani Lukimia mit dem 2:0. Die Flensburger hätten hier gerne ein Foul an Keeper Nommensen gesehen, doch Schiedsrichter Daniel Siemers gab diesen Treffer. Und Werder wollte jetzt mehr. Das ist der eingewechselte Onur Çapin, setzt sich gut durch mit der Hereingabe und dann Asani Lukimia mit der nächsten guten Möglichkeit. Klasse Kopfball von Werders Nummer 5. Doch das Aluminium bewahrt die Flensburger vor dem 0:3. Es war nur noch eine Frage der Zeit, ehe Werder dann doch das 3:0 erzielen würde. Luka Milan-Zander hatte die nächste Möglichkeit. Aber Rico Nommensen konnte sich an diesem Tag auszeichnen, hatte einige gute Paraden. Diese war eine davon. Doch einen Treffer musste Flensburg-Schlussmann dann doch noch hinnehmen. Mike Lukovic, 87. Spielminute. Das 3:0 und damit die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Klasse Flugkopfball da von Mike Lukovic. Keine Chance für Rico Nommensen. Eine Möglichkeit hatte Werder dann aber doch noch kurz vor Ende des Spiels. Onur Çapin freistehend vor Rico Nommensen, aber den haut er dann deutlich über das Tor. Dann war Schluss. Werder gewinnt diesen Test in Flensburg mit 3:0. Anschließend werden dann noch alle Autogrammwünsche erfüllt. Werder macht weiter am Freitag mit dem nächsten Test in Cuxhaven. Mein Diego, 28, bin ich. Wenn wir 3 Punkte holen, wir schon übermorgen. Das wird